schauen, wie die Pflänzchen ausschauen. Ja, das ist die eine guten Pflanze. Das ist die andere Gurkenpflanze. Mal schauen, ob dann wirklich überall da Gurken rankommen. Naja, dafür, dass wir Dezember haben die ganze Zeit, ne? Und keine zusätzlichen künstlichen Lichtverhältnisse, kann man das schon lassen. Ja, die Radieschen, brauche ich dir wirklich zu zeigen, also die haben das irgendwie jetzt so richtig vertragen. Die wollen und wollen einfach nicht kommen, die anderen sind schon alle weg. Ja, und die hat es jetzt auch umgehauen. Komm her, müssen wir dich doch wieder ein bisschen stützen. Ja, du bist noch kein Hochspannungsexperiment, du bist ganz normal hier, ne? Hier. So, Tomaten funktionieren auch noch nicht schlecht damit. Das ist ein Tomatenpflänzchen, was ich in ganz alte Erde reingepflanzt habe. Die musste erst einmal ein bisschen verpilzt werden und kamen noch ganz viele andere Pflanzen mit raus. Ne? Klar, dass die ein bisschen kleiner ist. Ja, und na gut, die sehen eben verhältnismäßig so aus, wie wenn man im Dezember sowas versucht halt. Ne? Also ich kann noch keinen großartigen Unterschied zu den normalen Pflanzen feststellen. Ah ja, wir experimentieren weiter, nicht?